Frau Ferle, 5 Monate nachdem die Affäre Relotius publik wurde, liegt jetzt nun der Abschlussbericht vor. Haben Sie da etwas Systemisches aufgedeckt? Naja, also der Fall Relotius ist natürlich ein absoluter Einzelfall. So einen gibt es nicht ein zweites Mal. Man muss sich aber natürlich fragen, in welchem Umfeld konnte Relotius 5 Jahre lang fälschen? Und da haben wir uns sowohl die Struktur des Ressorts angeschaut und wir haben uns angeschaut, wie hat die Dokumentation gearbeitet. Bei der Dokumentation war es so, dass da ein grundlegender Fehler gewesen ist. Da ist ein Dokumentar für alle Texte aus diesem Ressort zuständig gewesen, egal aus welcher Weltregion oder in welchem Themenbereich diese Texte spielten. Der war sehr eng verwoben mit den Redakteuren und hat, glaube ich, einfach nicht mehr so genau hingeguckt, wie eigentlich im Spiegel hingeguckt wird. Das würde ich als ein systemisches Problem nennen. Und das andere Problem liegt eher in der Redaktion. Also Relotius hat in einem Bereich gearbeitet, wo es hauptsächlich darum ging, Reportagen zu schreiben, die sehr brillant sein sollten, die im Zweifel auch Preise gewinnen sollten. Also ein Ressort, was nicht so die Schwarzbrotarbeit gemacht hat, sondern wo es immer das Besondere sein sollte. Und ich glaube, im Rahmen von dieser Anforderung, dass es immer was Besonderes sein sollte, hat Relotius eben die Möglichkeit gehabt, zu fälschen, weil dieses Besondere auch von seinen Ressortleitern, von seinen Kollegen immer erwartet wurde. Also das außergewöhnliche Geschichte, die außergewöhnlichen Protagonisten, das ist das, was im Grunde Standard ist in diesem Ressort. Und das kann man natürlich besser leisten, wenn man sich nicht so sehr um die Fakten kümmert. Aber welche Maßnahmen lassen sich denn ergreifen, um das zu ändern? Also es ist ja nach wie vor so, dass man gut schreiben will, dass Preise geschätzt werden. Es geht ja nicht darum, dass nicht gut geschrieben werden soll, sondern dass man sich überlegt, was ist eigentlich eine gute Geschichte? Ist eine gute Geschichte nur die, die quasi wie Literatur daherkommt? Oder ist eine gute Geschichte die, die verständlich ist, die ein interessantes, wichtiges, relevantes Themenfeld aufgreift? Und ist eine gute Geschichte auch die, die mal Widersprüche aufzeigt, die nicht nur schwarz-weiß ist, sondern die auch die Grautöne des Lebens mit ausleuchtet, die auch eine Person nicht nur eindimensional darstellt, sondern eben vielschichtig. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel an Nachdenken und Veränderung möglich. Und das wird dann zum Gunsten des Journalismus und zugunsten des Ansehens des Journalismus ausgehen, wenn da wirklich was passiert. Sie kamen ja nun von extern dazu. Wie wurden Sie hier im Hause empfangen? Also es haben alle sehr, sehr neugierig natürlich auf mich geguckt, aber außerordentlich positiv. Also der Kommission ist hier im Hause ein großer Aufklärungswille begegnet. Es waren eigentlich keine Kollegen da, die gesagt haben, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Die Kommission war stark frequentiert nach Gesprächswünschen und hat überhaupt keine Probleme gehabt, Kontakte zu knüpfen und mit den Kollegen ins Gespräch zu kommen. Also ich, wenn ich es mal so rum sagen darf, ich habe mich sehr gut aufgenommen gefühlt hier. Wie frei konnten Sie sich denn im Hause bewegen? Wir konnten uns absolut frei bewegen im Haus. Wir haben von unseren Auftraggebern, dem Chefredakteur und dem Geschäftsführer, gar keine Vorgaben bekommen. Also ich konnte anrufen, wen ich wollte und konnte sagen, wollen wir uns mal treffen? Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Können Sie mir Auskunft geben? Das war alles komplett möglich. Man hat sich praktisch überhaupt nicht um uns gekümmert, wenn man so sagen möchte, sondern hat uns wirklich komplett frei arbeiten lassen und hat das, was man am Anfang versprochen hat, nämlich dass unabhängig aufgearbeitet werden soll, wirklich ernst genommen. Ich kann auch sagen, es hat mich in der Eindeutigkeit überrascht, aber sehr positiv überrascht natürlich. Ich stelle mir das dennoch als sehr schwierig vor. Man kommt von extern dazu und natürlich entsteht da die Empfindung, wir stehen jetzt erstmal alle unter Generalverdacht. Und teils mussten Sie ja auch E-Mail-Konten einsehen, eben Korrespondenzen lesen. Gab es da keinerlei Konflikte? Nein, eigentlich Konflikte gab es nicht, weil die allermeisten Kolleginnen und Kollegen hier daran interessiert waren, dass die Sache aufgeklärt wird. Natürlich waren diejenigen, die unmittelbar betroffen waren, auch im Gesellschaftsressort, uns gegenüber etwas reservierter. Aber auch die haben ja ein Interesse daran, dass ihr Ruf wiederhergestellt wird, also dass sie nicht ewig mit Relotius in Verbindung gebracht werden und dass ganz klargestellt wird, was waren eigentlich die Ursachen, wie viel haben wir dazu beigetragen und was können wir ändern in Zukunft. Also insofern, klar, die waren so ein bisschen reserviert, aber nicht in dem Sinne jetzt ablehnend oder kritisch uns gegenüber. Welche Maßnahmen sind denn Ihrer Meinung nach nun zwingend?
Also eines ist zwingend, nämlich dass die Dokumentation gestärkt wird gegenüber der Redaktion. Das bedeutet, dass die Dokumentation, wenn sie Zweifel hat an der Faktentreue eines Autors, und zwar berechtigte Zweifel, dass sie dann die Pflicht hat, mit diesen Zweifeln sich an ihre Dokumentationsleitung und die Dokumentationsleitung sich entsprechend an den Ressortleiter beziehungsweise in letzter Instanz an den Chefredakteur zu wenden. Also dass es nicht nur freiwillig passiert, so wie das jetzt der Fall ist, sondern dass es eine Verpflichtung ist. Und dass das dann auch nicht als ein Anschwärzen von Kollegen empfunden wird, weil darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht um Qualitätssicherung im Haus. Das ist das eine. Die Reporter müssen sich mehr anstrengen, ihre Texte zu dokumentieren. Also die müssen in Zukunft der Dokumentation genau nachweisen können, ich bin an dem Ort gewesen, ich habe diesen Menschen getroffen, der hat die und die Telefonnummer, den kann man auch anrufen und ich kann belegen, dass ich diese Arbeit gemacht habe und dass alles, was in dem Text steht, auch wirklich stimmt. Also das sind zwei ganz zentrale Maßnahmen. Und was den Whistleblower Moreno angeht, haben wir ja gesagt, es muss eine Ombudsstelle geben, damit sowas nicht mehr passiert, dass einer über Wochen an die Wand läuft und nicht durchdringt mit seinen Zweifeln. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie vor allem der Fall Moreno schockiert habe, dass ihm so lange nicht geglaubt worden sei. Und dann eben auch erläutert, dass Sie sich das damit erklären, auch mit der Person von Klaas Relotius, dem mir so viel Vertrauen geschenkt worden war. Dafür braucht es ja aber auch zwei. Also es braucht ja auch die Redakteure, die Chefredakteure, die Dossierleiter, die eben Herrn Relotius dann auch so viel Glauben schenken. Was haben Sie da für eine Einsicht gewonnen? Was ist da schiefgelaufen? Also ich glaube, dass Relotius jemand war, der einfach perfekt auf die Erwartungshaltung des Ressorts gepasst hat. Und zwar in vielseitiger Hinsicht. Er war einerseits unheimlich fleißig, zugänglich, hat auch kleinere Arbeiten verrichtet und nicht darauf bestanden, dass er immer nur große Reportagen schreibt. Also insofern war er ein für Ressortleiter guter und angenehmer Kollege. Darüber hinaus war er war nicht arrogant, also wie vielleicht manche tollen Reporter, die dann eher so ein bisschen hochnäsig durch die Redaktion gehen. So war er überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil. Das hat die Menschen für ihn eingenommen. Dann hat er in Serie Preise gewonnen. Das ist natürlich für das Ansehen eines Ressorts im Haus auch ganz wichtig. Und er hat natürlich auch Geschichten geschrieben, die in ihrer Art genau so waren, wie das Ressort sich das vorgestellt hatte. Also ein toller Protagonist, eine tolle Handlung, ein exotisches Land, in dem das spielt. Also da hat sozusagen alles gestimmt an dieser Geschichte. Die war rund, so wie sie sein sollte, durchkomponiert. Die Personen haben alle gestimmt. Und diese Elemente zusammengenommen haben, glaube ich, diese Distanzlosigkeit, würde ich sagen, gegenüber Relotius ausgemacht. Im Abschlussbericht heißt es nun auch, dass ein Nährboden, der auch darin eben besteht, an einer mangelnden eben Fehlerkultur beispielsweise auch dazu beigetragen habe, dass Relotius damit durchkam. Was muss sich da ändern? Also mit der mangelnden Fehlerkultur meine ich Verschiedenes. Das eine ist, uns ist immer wieder begegnet hier im Haus, wenn wir mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen haben, wenn wir gefragt haben, ja, wenn ihr doch seht, dass da dies und dies schief läuft, warum sagt ihr das nicht? Ne? Und dann kommt immer der Satz, ja, wir wollen ja niemanden anschwärzen. Und ich glaube, darin liegt ein ganz, ganz grundlegendes Missverständnis, weil in einem Unternehmen ist man nicht privat, sondern man ist für das Produkt mitverantwortlich. Und da geht es nicht darum, dass man jemanden anschwärzt, sondern dass man einen Fehler benennt, der dem Unternehmen schaden könnte. Und ich glaube, wenn man es so sieht, also ein bisschen abstrakter und nicht so persönlich, dann kann da ganz viel passieren, dass in Zukunft einfach diese Hinweise, diese Warnungen, von denen wir auch gesprochen haben im Bericht, dass die nicht mehr versanden, sondern dass die an der Stelle ankommen, wo sie dann auch wirklich hingehören. Glauben Sie, dass die Affäre Relotius jetzt mit dem Abschlussbericht auch abgeschlossen ist oder bleibt es am Spiegel haften, also ähnlich auch wie die Hitler-Tagebücher am Stern haften blieben? Also ich glaube, dass man wahrscheinlich noch lange das Stichwort, den Namen Relotius mit dem Spiegel in Verbindung bringen wird. Aber soweit der Geschäftsführer hat das ja schon ausgeführt, ich glaube, richtigen Schaden im Sinne von materiellem Schaden oder dass die Leser auf Dauer enttäuscht sind, das wird nicht passieren. Und zwar genau deswegen nicht, weil der Spiegel eben so konsequent aufgeklärt hat. Und das ist was die Leser absolut schätzen und was ja zur Marke Spiegel auch wirklich passt. Also das radikal ehrliche, aufgeklärte, mutig die Dinge ans Tageslicht bringen, das passt zur Marke Spiegel. Und das hat der Spiegel in dieser internen Situation auf eine sehr klare, transparente und vorbildliche
teilweise umgesetzt. Insofern glaube ich, klar, man wird sich erinnern, Spiegel und Relotius, aber es wird nicht negativ sein. Sie haben ja auch sehr viele Mitarbeitergespräche geführt. Gab es da Aussagen, die Sie überrascht haben? Also alles ist individuell, aber ich würde sagen, insgesamt hatte ich nicht das Gefühl, dass es im Spiegel so ganz anders zugeht als in anderen Redaktionen, die ich kenne. Also mich hat da eigentlich nichts. Es gibt Eifersüchteleien, es gibt Konkurrenzen, es gibt Menschen, die sich besser verstehen, andere, die sich nicht so gut verstehen. Aber das fand ich alles im normalen Bereich. Aber heißt das nicht in der Konsequenz auch, dass so jemand wie Relotius auch jederzeit wieder so etwas durchziehen könnte, beispielsweise auch in einer anderen Redaktion? Also muss sich da nicht grundlegend bei allen Redaktionen etwas ändern? Also ich glaube, dass jetzt im Moment gerade mal alle sehr, sehr sensibel sind. Und die Tatsache, dass die Süddeutsche ja einen Autor aufgedeckt hat nach Relotius, zeigt ja schon, dass man da wirklich ganz genau aufpasst. Wenn Sie rückwärts fragen, Relotius hätte in jeder anderen Redaktion genauso fälschen können wie beim Spiegel. Vielleicht sogar länger und wäre länger unentdeckt geblieben, weil es eben sowas wie eine Dokumentation woanders überhaupt nicht gibt. Und möglicherweise auch nicht diese Regel, dass Reporter auch gemeinsam arbeiten. Also sowas ist woanders ja unüblicher, als es nun gerade beim Spiegel ist, der eben materiell auch gut ausgestattet ist. Ja, nun war es ja aber leider nicht der Dokumentar, der das aufgedeckt hat, sondern eben, wie Sie sagen, ein Mitarbeiter, ein Kollege von ihm. Und gerade das macht den Fall ja auch so überraschend, dass es erst der Kollege sein musste, der das Ganze aufdeckt und nicht das eigene Haus. Wie erklären Sie sich diese wirklich lange Abwehrhaltung? Also wenn Sie sagen, der Kollege musste es aufdecken, nicht das eigene Haus, dann ist das nicht ganz richtig, weil der Kollege gehört ja zum Haus. Also Juan Moreno gehörte aber natürlich zum Spiegel, er war auch Spiegelredakteur. Ja, warum hat das so lange gedauert? Also diese Zugewandtheit, die Redaktion gegenüber Relotius hatte, das habe ich ja schon beschrieben, womit das zu tun hat, die war so dominant und war so vorherrschend, dass man sich einfach nicht vorstellen konnte, vielleicht auch nicht vorstellen wollte, dass ein so ungeheuerlicher Vorwurf, wie Moreno ihn vorgetragen hat, nämlich dass jemand fälscht, dass das wahr sein kann. Also ich würde sagen, da hat auch ein bisschen der journalistische Reflex gefehlt, dass die Ressortverantwortlichen nicht gesagt haben, da ist ein Vorwurf, dem müssen wir nachgehen, sondern sie haben gesagt, da ist ein Vorwurf, wir glauben nicht, dass der stimmen kann. So ungefähr war die Konstellation. Und kann niemand von sich behaupten, dass ihm sowas nicht auch passieren würde. Aber man muss ja trotzdem den Fehler dort zuordnen, wo er hingehört. Und ich glaube, er gehört in die Redaktion. Die Redaktion hat nicht gemerkt, 5 Jahre lang nicht gemerkt, dass sie einen Fälscher beherbergt. Und da ist die Aufarbeitung, glaube ich, im Detail noch nicht vorbei. Für die Kommission ja, aber im Detail muss sich jeder Einzelne auch fragen, was ist da eigentlich bei mir passiert? Warum hat das bei mir nicht funktioniert? Warum hatte ich nicht diesen journalistischen Reflex zu sagen, der Moreno macht Vorwürfe, ich prüfe das jetzt? Ja, sondern das ist einfach alles nicht erfolgt. Genau dazu nur noch eine kurze Nachfrage. Haben Sie vielleicht auch Erklärungen dafür, warum diese ganzen Hinweise, die uns ja auch heute noch vorgestellt worden sind, warum denen nicht nachgegangen worden ist, warum die zum Teil auch einfach unentdeckt geblieben sind? Naja, weil sie zum Teil in den Verästelungen der Zuständigkeiten des Hauses versandet sind. Und aus dem Grund, den ich auch schon gesagt habe, man möchte Kollegen nicht verpetzen. Also wenn ein Verdacht entsteht, mein Kollege oder meine Kollegin könnte geschummelt, gefälscht oder irgendwie nicht ganz ordentlich gearbeitet haben, ist es ja nicht so ganz einfach, damit zum Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, ich habe da einen Verdacht, weil man könnte sich ja auch irren. Und ich glaube, so diese Mischung hat dazu geführt, dass das einfach so lange im Haus dann so zwischen den Instanzen und zwischen den Abteilungen hin und her gegangen ist. Wie haben Sie es denn extern geschafft, diese Vertrauensbasis zu schaffen, dass die Mitarbeiter mit Ihnen freigesprochen haben und eben nicht Angst hatten, Kollegen zu verpetzen? Naja, Sie wussten ja, dass ich von außen komme und unabhängig bin und auch niemand mir gegenüber weisungsbefugt ist. Also ich hatte keine Berichtspflicht über einzelne Dinge an die Geschäftsleitung. Und wenn ich Kollegen gesagt habe, wenn sie was mir sagen möchten, was bei mir bleiben soll, dann bleibt das auch bei mir. Und ich
glaube, diejenigen, die mich kennen, und es sind nicht wenige im Spiegel, die mich auch kennen, die wissen, dass ich eine geradlinige und vertrauenswürdige Person bin. Und diese beiden Dinge zusammen haben, glaube ich, dazu geführt, dass man doch mit mir sehr offen gesprochen hat.